Wiedergutmachung will Red Bull Salzburg nach der deftigen 0:5-Klatsche gestern im Halbfinale beim Red Bull Salute 2021. Im Spielerplatz 3 geht's gegen Košice. Die haben gestern gegen München verloren und Salzburg in den dunklen Trikots legt richtig gut los. Fünfte Minute schon das 1:0. Miksa Järvinen schließt einen Konter, klasse ab. Die Vorarbeit kam von Thomas Raffl und auch danach das Team aus Salzburg klar Ton angeben. Sie versäumen es aber, das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Das Glück dann im zweiten Abschnitt, 32. Minute, Überzahl. Und Ali Vukovic, der Neuzugang aus Wien gekommen, trifft wieder auf Vorarbeit von Thomas Raffl. Verdiente Führung auch in der Höhe, absolut in Ordnung. Und die Mozartstädter legten nach, nur 4 Minuten später dieser Angriff und die Scheibe ist wieder im Tor. Miksa Järvinen, Doppelpack, nein, Luni ist dran, auch der neu gekommen aus Wien, ist hier noch ganz leicht dran. Hrischitzky, sonst stark im Košice-Tor, ist hier ohne Abwehrmöglichkeit. 3:0 nach 14 Minuten rein in den Schlussabschnitt, Überzahl und dann Präzisionsarbeit made bei Peter Schneider. Der Screen von Raffl, keine Chance für den slowakischen Schlussmann. 4:0, tolles Überzahltor von Peter Schneider. Wieder ein Neuzugang, der trifft. Das Ding war damit eigentlich durch. Košice kommt dann nochmal per Konter zu einer guten Möglichkeit. Marek Bartzanos dann mit ein bisschen Glück. Lamoureux eigentlich beschäftigungslos, kann die Scheibe hier nicht festhalten, ist auch sauer drüber, dass sie da durchgleitet. 1:4, der Ehrentreffer für die Slowaken, die ja schon gegen München im Halbfinale 1:4 verloren hatten. Aber heute bekamen sie noch mehr Gegentore, sehr, sehr undiszipliniert im Schlussabschnitt. Wunderbar die Vorarbeit von Baltram und dann das 5:1 von Brennan. Wieder Neuzugang, der für die Salzburger trifft. Baltram durch die Beine von Verteidiger Tansy. Und dann ist es für Brennan nicht mehr ganz so schwer, den vorbeizubringen an Hrischitzky. 5:1 für die Salzburger, auch in der Höhe. Völlig in Ordnung, aber den Schlusspunkt sollte dann Peter Schneider setzen. Wieder in Überzahl. Gerade vorhin mit Gefühl, jetzt mit dem Hammer. Keine Chance auch hier für Hrischitzky. Was ein Tor von Peter Schneider. Was ein Schlusspunkt. 6:1 gewinnen die Salzburger das Spiel um Platz 3 und wie im letzten Jahr holen sie sich diesen dritten Platz durch diesen deutlichen Sieg gegen den HC Košice. Glückwunsch an Thomas Raffl und die Salzburger.